Nicht gewohnt, dass ich nicht alle Skills habe. Au. Eine witzige Jamax-Musik. Ja, das ist die Chocobo-Musik, die du hast, wenn du auf deinem Chocobo reitest. Nur in einer anderen. Nicht die 1:1, aber es ist dieselbe Melodie. Okay. Du bist schon lange nicht mehr auf dem geritten. Die ganze Zeit deine Spezialpferde hast. Für den Angriff stelle ich mich weit an den Rand. Und dann greift er quasi gegen die Wand an und niemand mehr interessiert. So, wie viele von denen traust du dir zu? Wie? Na, die kannst du jetzt optional angreifen, diese Altar-Matanga. Es sind 3 Stück. Jeden, den wir besiegen, bringt eine zusätzliche Kiste. Aber solltest du... Okay. So. Wie viel traue ich mir zu? Updates! Habe ich jetzt auch nicht drauf geachtet. Okay, einer schon mal weniger. Mein Mann bedankt sich auch. In der Form, dass es nicht mehr da ist. Da ist noch. Und jetzt? Ja, ist gut. Bin am Regenerieren. Ich habe Möglichkeiten. Ich bin auf 30% gefallen, aber. Aber ja, ich denke, den dritten hätten wir tatsächlich nicht geschafft. Gut, dass du nur 2 gewählt hast. Los, fall schon um. Pom. Ach, Materiakisten. Okay. Bleibt uns das Glück weiterhin hold. Jawohl. Entweder bleibt
Ja, entweder haben wir weiterhin Glück oder wir fliegen raus. 50-50. Ja, zumindest musst du keine aktive Entscheidung treffen. Ja. Bleib da, komm schon. Nein, 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 nein. Noch eins weiter, noch eins, da geht noch. Nein. Vielleicht noch den Blitz. Okay. Schade. Aber hey, wir waren drinnen. Genau. So. Dann würde ich eben mal in die Hauptstadt gehen und ablegen. Bisschen viele Materie gerade im Inventar, das Inventar zu kleben. Tastatur kaputt geht, macht mich so fertig. Mittwoch kommt eine neue. Hast du mit deiner Tastatur gemacht? Ich weiß es nicht. Sauber. Seit ich sie sauber gemacht habe, geht es nicht mehr. Ich irgendwie kaputt sauber gemacht. Jetzt habe ich eine bestellt für 10 Euro, die zumindest stabil aussieht. Ich hätte hier noch eine gehabt. Mit USB? Ja. Oh. Was mache ich denn mit Karten, die ich schon habe? Kann ich die verkaufen? Spielkarten? Ja. Ja. Also, da gibt es einen speziellen Händler für. Den kann ich dir mal nochmal zeigen. Ah, okay. Kritische Treffer. Tja, dann legst du mal ab oder verkaufst du. Oder lass meinen Schatzstapel wachsen. Freue ich mich immer drüber. Ja, hast du schon 100. Das ist okay. 122. Sehr gut. Sind wir sicher, dass das der richtige ist? Die Strategie müsste ganz oben sein. Ach, Hellseher. Ah, also 54. Wenn du es anwählst, so jetzt so hier die Hellseher-Materie, wenn du die anklickst. Ja. Und dann in die. Ja, einfach mit Linksklick. Oh, okay. Ich meine,
Okay. Linksklick. Genau, und dann nach links zu der Bank gehst und mit der Maus über den Sachen drüber bist, dann wird dir angezeigt, auf was du da drauf. Wird dir ja gar nicht. Warum wird mir das angezeigt? Weil du vielleicht Schiffe bist? Nee, ich dachte, das wäre eine Änderung gewesen. Und war schon ganz begeistert. Moment. Vielleicht ist das eine Einstellung? Weil, wie gesagt, ich war schon ganz begeistert, dass man dadurch dann sehen kann, wo man das hinlegt. Geh mal kurz in die Einstellungen. Bei mir? Ja. Kurz schauen, ob bei dir was anders eingestellt ist als bei mir. Charakterkonfiguration. Und dann links auf UI. Das ist das dritte von den roten. Genau, und bei Allgemein unter Hilfe. Gegenstandsbeschreibungen, das alles gleich. Nee, warum wird bei mir das? Okay, nee, dann habe ich keine Ahnung. Entschuldigung, dich beim Einsortieren unterbrochen zu haben. Nicht schlimm. Bin nur ganz nah auf der Toilette. So, hi. So, hi. Hi. Muss ich noch an meinen Hilfen? Thank you.
Ah, was ist das denn? Das Update, was jetzt letztens kam, hat einfach eine der besten Änderungen, die sie gab, zugefügt. Geh mal gleich auf einen deiner Gehilfen, dann kann ich dir zeigen, was es ist. Oh, ist das... Oh! Das ist ja geil. Genau, dann gehst du jetzt auf Gegenstände geben oder nehmen. Das ist Geld. Ganz oben. Ach. Und dann hast du da unten die Option gesammelt geben. Okay. Das heißt, du gibst ihm alles, wovon er bereits mindestens eins hat. Und das wäre das alles. Okay. Zack. Genau, und dann wird das alles aus seinem Inventar rausgenommen und auf die Stapel, die er schon hat, drauf gestapelt. Das ist aber schön. Stimmt. Vorher habe ich jeden einzelnen Gegenstand angeklickt, habe geguckt, mithilfe von im Inventar suchen, welcher meiner Gehilfen hat das und habe das dann in meinem Inventar entsprechend sortiert, um es dann abzugeben, nach und nach. Hat nichts verkauft. Okay. Doch, was ein Preisverfall. Was ist abgestürzt? Hypogryphenhaut. Ah. Ja, ist halt wie die Börse hier. Oh. Fliegt das auch irgendwann mal raus, wenn ich das drin stehen lasse zum Verkaufen? Nö. Ne? Kann sein, dass es niemals verkauft wird, wenn die Preise dauerhaft drunter sind. Jetzt habe ich schon zwei von diesen Morbold-Knollen. Ja, die verkaufen sich auch noch richtig schlecht. Ich meine, die Tatsache, dass du schon zwei davon hast, zeigt ja, dass die nicht sehr häufig, nicht sehr selten sind. Eine Schleimpfütze. Ach, den habe ich auch schon. Ha. Okay. Und wo bist du jetzt? Ich müsste eine Straße weiter stehen und auch an gerade Sachen abgeben. Deswegen habe ich ja diese Mechanik gerade erst gefunden. Aber ich stehe nicht an der ersten Klimaklinge, sondern ich glaube, wie gesagt, an der eine eins weiter. Also schon auf dem Markt. Schon in dem anderen Gebiet, ja. Was? Warum bist du dann weg? Wie bin ich weg? Ja. Weil du bist ja wieder zurückgegangen. Du bist ja nicht mehr auf dem Markt. Ja, und? Genau, und da. Weg.
Nö, eine Gasse weiter. Ah. Ruhig weitergehen. Wieder eine Gasse weiter. Ja gut, es reicht mir jetzt, dass ich es gesehen habe, ob du noch da bist. Und jetzt links. Bei den Krämerklingeln. Da steht er. Oh, das ging jetzt so schön schnell. Wie weit kann ich denn mein Schokobo level? Bis 20? Gehe ich von aus, ja. Dann kaufe ich noch einmal so eine Zwiebel. Na, du bist ja jetzt auf 19. Vielleicht ist das, was du gerade voll machst, die 20. Ach so, okay. Gut. Dann hätte ich Hunderttausende umsonst ausgegeben. Ja. So, was machen wir noch? Mach einen Vorschlag. Ich müsste in einen 24-Mann-Dungeon für Abenteueralbum. Okay. Was ist denn bei dir auf zweite Reihe das erste? Du auch, aber. Und auf Bono. Du auch, aber in anderen. Okay. Wärst du dafür zu haben? Ah ja. Deinen oder meinen zuerst? Egal. Kann man gucken, ob wir uns für beides anmelden können. Manchmal geht das. Ja, geht. Dunsgaif oder Kloster von Obon. Okay. Ich muss noch reparieren. So, nur mein einer Ring ist am schlimmsten Zustand. Ich nehme teil. Ja, so. Ich auch. Wir da schon mal? Nö. Müssen wir, sonst können wir uns dafür nicht anmelden. Ach so. Das war die Geschichte mit der Theatertruppe. Ah, stimmt. Genau, da ist ja das Schiff von denen. Zumindest der hier Beiboot. Und das dürfte der Ort sein, nachdem wir mit dieser Resistenzgruppe geredet haben, dass wir in der ihr Kloster dürfen. Genau, mit der Fahne, die da vorne steht. Ja, ich bin der einzigste Tank. Ja, also zumindest in der. Wir haben ja noch zwei andere Gruppen. Allianz A und Allianz B. Ah, okay. Wir müssen mal schauen, dass wir bei dir dein Bildschirm da ein bisschen sortieren, dass die beiden Anzeigen da nicht mittendrin sind. Gut weggeguckt. Ja. Warum kriege ich diese dummen Klostergeister nicht? Weil wahrscheinlich ein anderer Tank die mehr Schaden macht als du. Okay. Oder mehr Aggro-Fähigkeit eingesetzt hat. Das sind insgesamt drei Tanks hier. Und einer ist tot. Ja, der beschwert sich auch gerade.
Es muss kein Jubiläum sein und an mir führt kein Weg vorbei. Bipupapup. Hat er beim letzten Mal auch schon geredet? Weiß ich gar nicht mehr. Da stand sogar rechte Donnerbüchse und ich bin nicht weggegangen. Richtig schlecht. Ich weiß schon gar nicht mehr, was man hier machen musste. Ja. Ich hoffe, du weißt noch, was zu tun ist. Kannst mir Bescheid sagen. Aufbauen. Nicht in den Stacheln stehen. Ja, draufhauen weiß ich ja, aber vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Mechaniken, wo man ausweichen muss. Okay. Ah ja, ich glaube, zu irgendwas muss die Öffnung hinzeigen oder nicht hinzeigen. Stimmt, da war was. Die Öffnung muss wegzeigen. Nee, hinzeigen. Okay. Schwachstelle hinten bleibt verborgen. Das war komisch gewordet. Ach so, klar, der Rücken. Okay, verstehe. Beim nächsten Mal. Tot. Sonst erwarte ich mir wiederbeleben, dass ich nicht direkt in einem Angriff wiederbelebt werde. So. Nee.
So, die Öffnung muss von ihm weg zeigen. Er sitzt da oben. Wenn du dich umschaust, kannst du ihn sehen. Ah, okay. Nee, genau umgedreht. War es jetzt umgedreht? Oh. Ja. Ah, fuck. Okay, ja. Passiert gerade so viel, komme ich nicht hinterher. Ja, genau. Weg der offene Part. Wird eh nicht nochmal passieren heute. Das ist auch komisch, dass man den offenen Teil, wenn es darum geht, dass eine Schwachstelle quasi gezeigt wird, dass man dann den offenen Teil hin zeigt und nicht den, der geschützt aussieht. Kopium. Was machen wir mit dieser Leuchtentscheidung? Die Leute gehen da hin, also gehe ich da hin. Ah, jetzt hat man irgendein Schild. Ah. Okay, und dann einsetzen. Die Schwerter angreifen? Sie müssen gereinigt werden. Schwerter wo? So, hier weiß ich doch irgendwie das. Sieben Schatten fallen, sieben Schicksale warten. Ich denke, man muss über so ein Feld gehen, dass man die Schwertfähigkeit bekommt und dann die
Gefängnisse von den Leuten mit dem Schwert zerstören, aber das hat schon Rieger gemacht. Jetzt holst du dir so ein Schild und setzt die Schildfähigkeit ein. Hat geklappt? Ja. Gut. Träume sind flüchtig. Nur der Tatkräftige macht sie wahr. Ist euer Glaube stark genug? Ich weiß jetzt mal gar nichts, um was es geht. Müssen diese Schilder mit dem ist auch alles ein bisschen komisch zu erklären. Wir müssen die Gegner besiegen, bevor der Balken vom Boss voll ist. Und da war ein Gegner. Ein Gegner, der hat sich mit Schilden geschützt und um die Schilde zu zerstören, müsste man so ein Schwert nehmen und damit dann das Schild dann schlagen. Jetzt wieder ein Schild nehmen, dich zum Boss drehen und den Schild einsetzen. Okay. Ein Schwert nehmen und die Seelen mit den Schwertern angreifen. Also mit dem Schwertskill, indem du zu ihm hingehst und die Fähigkeit einsetzt, wenn du. Zumindest dachte ich das, aber irgendwie nehmen die keinen Schaden. Oh je. Ich werde sterben. Scheint der einzige zu sein, der es richtig gemacht hat. Jetzt sind wir alle tot. Ja. Und zurück. Oder Nein. Was sind das wieder rumrennen? Bitte? Warten, bis du wiederbelebt wirst. Nur unsere Gruppe hat das. Jetzt kannst du dich zurücksetzen. Oh, oder lebst du ja?
Und jetzt? Ich weiß es nicht, ich verstehe das alles nicht. Ah, okay. Da tauchen diese Symbole mit den Kreiszeichen drinne auf. Man muss so viele Spieler wie Kreise drinne sind, sich reinstellen gleichzeitig. Dann erscheinen um den Kreis Ketten drumherum und das heißt, dass dass dieses Feld quasi abgeschlossen ist und dann kann man sich in das nächste stellen. Verkündet, Bote von Ivalice, oder wem immer du dienst. Ich bin Sidolphus Orlando. Dein Weg endet hier. Ich glaube, wir müssen auf die rechte Seite. Bin ich falsch? Ja, ich glaube schon. Sterbliche Herzen sind schwarz vor Verderbnis. Sie müssen gereinigt werden. Oh oh. Ja, sind am Heilen. Ich rufe den Himmel an und erzittere, wenn tausend Blitze meine Feinde blenden und ihr Fleisch von den Knochen lösen. Ja. Der Strudel des Lebens reißt uns hinfort. Sein Urteil ist endgültig, sein Biss so kalt wie Stahl. Ah, okay. Das ist nah ran. Schwert des Donnergottes ist nah rangehen. Öffnet eure Augen der Dunkelheit und versinkt in ihrer lieblosen Umarmung. Die Götter werden euch nicht sehen. Unglück beschwert das einst stolze Haupt. Kein Schutz findet es, wenn der Himmel einstürzt. Ich hoffe, ich habe das nicht zu nah dran abgelegt. Seht und staunet! Oh oh. Ich bin dran, dich wieder zu beleben. Ja. Sieben Schicksale warten. Wann immer du Zeit hast. Am Ende des Pfades entfällt sich der Tod. Wer mit dem Schwert lebt, stirbt durch das Schwert. Für Reue ist Zeit in den Flammen der Hölle. Geschliffen das Schwert, das den Schurken enthauptet. Und endlos der Weg, was der labert, ihn führt. Hui.
müssen den nur besiegt haben, bevor der Balken voll ist. Die anderen sind mit einer Gruppe ihr eine schon fertig, sind zu helfen da. Jetzt auch den da hinten. Okay. Gehen wir mal alle in die Mitte. In die Mitte. Plumpsdibums. Ja. Und wir sind hier wieder auf unserer Seite. Nah an ihn ran. Nee, okay. Ich geh doch nochmal hier vorne hin. Sicher, sicher. Jetzt gehen auch alle nach vorne. Sieht gut aus. Ja. Mit scharfem Verstand. Verteidigung ist undurchdringlich. Erbärmlich. Weit von ihm weg. Mögen die Worte der Himmelswesen in euren leeren Seelen widerhallen. Die Zeit der Zerstörung zwischen die Kreise. Nee, das war genau falsch. Uff. Ups. Bin verwirrt. Du lebst noch, darauf kommt's an. Wenn du irgendwas mit Heilung einsetzen kannst, mach's, weil du brauchst jetzt gerade so schnell wie möglich volles Leben. Die kleinste Achtlosigkeit bedeutet ewige Pein. Nein, unser Heiler war zu langsam. Ups. Verteidigung ist undurchdringlich. Des Untergangs dringen durch den lärmenden Sturm, zittert in seiner endlosen Kälte. So, was machen wir jetzt? Zurück. Ja, zurück. Bin ich hier richtig? Ich weiß nicht. Sterbliche Herzen sind schwarz vor Verderbnis. Sie müssen gereinigt werden. Ich rufe.
rufe den Himmel an und erzittere, wenn tausend Blitze meine Feinde blenden und ihr Fleisch von den Knochen lösen. Sieben Schaffen fallen, sieben Schicksale warten. Doch am Ende des Pfades weiht sich der Tod. Schön, ja auch. Austauschprogramm. Öffnet eure Augen der Dunkelheit und versinkt in ihrer lieblosen Umarmung. Die Götter werden euch nicht sehen. Unglück beschwert das einst stolze Haupt. Kein Schutz findet es, wenn der Himmel einstürzt. Huch. Sehet und staunet! Der Strudel des Lebens reißt uns hinfort. Sein Urteil ist endgültig. Sein Biss so kalt wie Stahl. Lebt, stirbt durch das Schwert. Für Reue ist Zeit in den Flammen der Hölle. Geschliffen das Schwert, das den Schurken enthauptet, und endlos der Weg, der zur Hölle ihn führt. Was denn? Da. Das Schwert angreifen, oder was? Nö. Ich will ja nicht mal ein Schwert. In der Mitte stehen. Dass wir uns alle ein bisschen den Schaden reduzieren können gegenseitig. Und wieder der Kerl. Ja. Sehet und staunet! Ich hätte doch da dran stehen bleiben können. Mit scharfem Verstand. Meine Verteidigung ist undurchdringlich. Ihr entkommt mir nicht. Oh. Mögen die Worte der Himmelsgärten euren leeren Seelen widerhallen. Die
Zeit der Zerstörung ist da! Okay, hast du es überlebt? Ja. Müssen wir gerade ein bisschen mitlaufen. Okay, jetzt hochheilen. Wenn du auch was zum Heilen hast, benutze es. Selbst der stärkste Schild schützt schwachen Willen nicht. Die kleinste Achtlosigkeit bedeutet ewige Pein. Und schon wieder tot. Wir müssen da jetzt mit den Feldern möglichst weit von uns weg. Genau, und jetzt nicht zu den roten Kugeln, weil da breitet sich gleich Angriffe aus. Die Verteidigung ist undurchdringlich. Weißt du nah dran? Wir brauchen noch Leute hier vorne in dem Kreis. Ich bin tot. Okay. Mir kann nichts mehr passieren. Was, ich bin schon wieder. Das lebst du wieder. So, unsere Heiler haben sich für einen Limit Break 3 geopfert. Zittert in seiner endlosen Kälte. Also unser Limit Break hat sich dafür eingesetzt, oh, da drüben das Eisding zerstören. Oh je. Peng tot. Nee, nur eine Menge Schaden und erhöhte Verwundbarkeit. Seht und staunet! Weg von den Schwertern. Genau, du stehst schon richtig. Erbärmlich. Nah ihn ran. Nee, weit weg. Mit scharfem Verstand. Meine Verteidigung ist undurchdringlich. Das erwischt dich immer, keine Sorge. Nicht, weil du es falsch machst. Das sind Reparaturkosten. Der zeigt dir mit den Schwertern dein, wo er nicht hin zeigt. Weiß ich, suchen wir. Bitte? Du kannst das überspringen. Nicht, dass die schon ohne uns anfangen. Einfach da unten in den dunklen Keller.
So, auf was warten wir? Darauf, dass alle bereit sind. Eben waren sie nicht bereit bei der Abfrage. Jetzt sind alle bereit. Ist ja richtig motiviert. Fürchtet mich. Okay. Dunkelheit zu mir. Auf die Uhren, auf denen die Zeit langsamer läuft. Und dann auf die leeren Felder. Au. Was machen wir denn mit dem, der da aufgetaucht ist? Uns nicht von seinen Türmen erschlagen lassen. Und ich stehe gerade richtig gut dafür, um mich erschlagen zu lassen. Gut. Boah. Ja, das war was, was du schon immer gut konntest. Ja. So, wieder zuerst auf eine Uhr, die langsam läuft. Sobald die anderen explodiert sind, auf die anderen. Nicht im Wasser stehen. Der tut weh. Gerade gibt's auch nichts zum Angreifen. Gerade ist nur Ausweichen. Au. Wieso bin ich hier? Jetzt sind wir alle gestorben. Und zurück, oder? Ich würde wohl darauf hinauslaufen. Ich glaube nicht, dass der eine Heiler noch retten kann. Oh. Na, ich bin zu früh raus. Ich auch. Egal. Also müssen wir warten, bis die gewonnen haben, damit wir weiter können. A ist tatsächlich noch am Retten. Ja, ist auch gerade wie doof. Der läuft sehr komisch, der Kampf. Oh, wir können wieder rein.
wo sind sie alle? Ja, naja, wir waren die Ersten, die sich zurückgezogen haben, also müssen wir jetzt noch auf die anderen warten. Und du stellst dich erst mal tot, dass dir nichts passiert. Genau. Ich tue so, als wäre ich gar nicht erst weggegangen. Was jetzt? Müssen wir auf einen neuen Heiler warten, aber wir wurden schon. Das ist ja mit den Uhren, das ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn man weiß, was zu tun ist. So, jetzt wieder Vorsicht mit den Säulen. Man sieht ja, wo sie hinrutschen. Sehr gut. So, jetzt vor dem Wasser achten, nicht weggespült zu werden. Oh.
Oh oh, ich bin zu langsam. Jetzt auch erwischt. Aber diesmal bleiben wir drinnen, bis es wirklich komplett vorbei ist. Ich dulde keine Einmischung. Nein, du lebst ja noch. Ja, Frage. Du musst eigentlich da vorne das Ding zerstören, das Zeichen des gefallenen Engels. Aber alleine ist das, glaube ich, ein bisschen. Okay. Liegen bleiben oder weg? Weg. Sind ja alle tot. Du warst der letzte Überlebende. Aber hey, zumindest würden die Kämpfe so laufen, dass man gewinnt und man selber die ganze Zeit am Boden liegt, dann weiß man, dass man selber schuld ist. Aber dadurch, dass wir alle mal drauf gehen, machen wir alle Fehler. Erzählt der da alles? Die reden gerade darüber, dass es lustig ist, dass der Boss einen noch nicht angreift, wenn man nah genug dran steht. Der andere hat gesagt, ja, aber auch nur, wenn du so nah dran bist, wie ich gerade stehe. Wenn du ein bisschen weiter näher bist, wirst du trotzdem angegriffen. Und davor, und da habe ich auch ein bisschen mitgeredet gehabt, da haben wir uns darüber unterhalten, dass das hier trotz allem immer noch besser ist als alles, was im Kristallturm passiert. Weil Kristallturm einfach nur langweilig ist. Nicht vom Turm erschlagen lassen, also wir einen Blick drauf halten, wohin die Türme wegbrechen.
Sehr gut. So, erst wieder die Uhren. Folgt mal dem Typen, der eine 1 auf sich hat. Dem hinterher. Ja. Der hat den Durchblick. Ich gehe mal davon aus, sonst hätte er sich nicht mit einer 1 markiert. Ich war in den Kreis und dann greifst du diesen das Ding, was gleich kommt, an. Zum Angreifen. Ja, war einfach nur zum Heilen. Nur wenigen gelang es je, sich mir zu widersetzen. Denkt an eure Häupter.
Ah, musst um das Eis herumlaufen. Nein, folgt mir nicht! Das ist eine Sackgasse! man kann ja gar nicht sprinten. In das Licht. Du bist noch ein bisschen weiter vorne aus der Dunkelheit raus. In den Lichtkreis unter ihr. Unter ihr. Jetzt muss ich weg, oder? Ich glaube schon, ja. Ja, dann mit ihr zurück ins Licht. Okay. Riechengebot. Dunkelheit zu mir. Oh. Ich sehe ihn hier, aber ich werde mich nicht geschlagen geben. Okay, geschafft. Puh. Ich bin eure Mutter. Ja. Eure Schöpferin. Ich bin. Okay, tschüss, Lied. Übersprungen. Hui. Was ein Aufwand. Hey, ich krieg nochmal eine Chance auf die mit einer 2 gewürfelten kriege ich die Karte auf jeden Fall nicht. 93 ist doch ganz gut. 16 auf der Puppe. Ja. 91 und 39 auf den Liedern. Wenn du irgendwas davon haben willst, damit du eine Chance hast, solltest du Bedarf machen. Wo es geht. Die zweite Karte hast du noch nicht. Ja, jetzt habe ich alles. Hey, Handschuhe. Ist alles schön und gut, aber was mit dem wichtigen Zeug? Bitte? Der, dass jetzt die Rüstung weggewürfelt wurde, sich verteilt wurde, ist ja schön und gut, aber was ist mit den Sachen, hinter denen ich eigentlich her bin, wie den Karten oder den Begleiter oder den Musikrollen? Will keine. Wer stellt sich an? Vielleicht denkt sich jemand, wenn ich lang genug drinne bleibe, dann werden die Leute ungeduldig und gehen. Ah. Da kommt 93. Das war. Was? Er hat 98 gewürfelt. 91. Auf der Rolle, komm schon. Jemand in B hält uns Geisel. Weil der noch nicht gewürfelt hat. Hat einer geschrieben. Ich hab die Puppe. Ah, cool. Die Ramsa-Puppe.
Warum aufpacken die den? Weil er nicht würfelt. Und wir raus wollen. Beziehungsweise wir wollen die Ergebnisse sehen. Na gut, dann können wir jetzt gehen. Ja. So, damit hast du da einen Sticker schon mal. Meinen machen wir zwar heute nicht mehr, weil ich bin müde. Ich mache jetzt Schluss. Alles klar. Da oben, warum?